Oh mein Gott! Oh! Devil! Nein! Oh mein Gott, Devil! So, liebe Freunde. Ich mache mich hier gerade fertig. Ja, wie ihr seht, habe ich einen Helm auf. Was haben wir vor? Der Devil ist ja nun schon mehrfach bei mir mitgefahren. Und ich schulde ihm jetzt das andersherum. Das heißt, ich muss jetzt bei Devil auf dem ATV hinten sitzen und mitfahren. Mir pocht das Herz. So. 200er Puls. Also wir sind auf jeden Fall hinten richtig schon mal schwer. Ja. Das merke ich schon mal. Ja, das heißt bei steilen Sachen nach oben musst du vorsichtig sein. Da musst du auch. Ja. Lieber Berg runter als Berg hoch. Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, wo ich mich überall festhalten soll. Oh Gott. Oh. Einen kleinen Herzinfarkt hatte ich schon. Kommt einer. Berg runter, ich hoffe, Kameraposition passt, Leute. Ah, Berg runter ist ein Nene. Au. Alter Scheiße. Devil! Mach sachte, Alter! Ja, ja, gleich mal! Ich bin immer sachte, Alter! Ja! In diesem Moment genau richtig mit auf der Strecke. Oh, Alter Scheiße. Alles gut? Oh, ja, alles gut. Wie ist so das Gefühl das erste Mal? Beschissen. Wie es dir ging bei mir? Also, wenn ihr wissen wollt, wie es Devil ging neben mir, guckt mal in mein Video rein. Devil und Buggy Atze Eskalation. Grandios. Und ich kann jetzt die Schmerzen und die seelischen Qualen von Devil Rider einfach nachvollziehen. Devil, ich muss mich jetzt hier offiziell bei dir entschuldigen. Ja, und ich hoffe, du weißt, diese Entschuldigung jetzt zu berücksichtigen. Ich glaub's nicht. Solange du so fährst, wird's ein super Video für mich. Für die Zuschauer wird's totenlangweilig. Also, wenn euch das gefällt, dann hallo. Auf jeden Fall. Als Beifahrer hier beim Devil Rider auch das auch mal gut findet, dann hallo. Leute, wie oft habe ich gesagt, ich hasse Jeeps. Heute sind sie mein Segen.
Also Leute, bis jetzt alles safe, ne? Der Will gibt sich wirklich Mühe, dass ich hier nicht unnötig Schiss haben muss. So. Jetzt fahren wir hier durch, jetzt sind wir am L-Loch. Also alles gut bis jetzt, alles gut. Ja, das ist wie auf dem, wie heißt das? Kanonenkugel. Nee, diese künstlichen Bullen hier, Bullenriding, genau. Ja, so ist das. Ja, kannst ruhig ein bisschen schneller fahren. Ein bisschen, hallo. Ja, ich meine damit 1,5 km/h. Aber wenn du bei dir fährst, fühlst du dich auch relativ sicher. Aber hinten ist das alles fatal. Ja, aber einen brauche ich hinten, ne? Eine brauche ich hinten, muss ich sagen. Einfach einen festen Punkt. Aber ich denke mal, im Falle des Falles wird es mich trotzdem nach hinten wegkloppen. Aber der wird nicht kommen. Ich hab Muskelkater nachher, ne? Ich verkrampf hier, Alter! Junge, ja! Na gut, dass ich auf Toilette war, ey. Wow, schlägt so leicht durch. Nein. Bin doch gut. Habe ich gerade gesagt, der fährt vernünftig? Habe ich gesagt? Alter Scheiße. Nein! Oh mein Gott, Devil! Warte mal. Ich gehe. Devil! Wir treffen uns auf dem Platz. Alter Scheiße. Ja, das war ein Flugzeug. Was ist das denn los? Das ist nichts für mich, Alter. Kein Jab. Alles gut. Oh, das ist Puh. Für dich das. Was war das? Das war Todesspiel. Todesspiel. Spiel mit dem Tod. Das ist das Problem, ne? Weißt du jetzt, warum ich Devil Rider heiße? Ja, da hast du deinen Namen ganz die Ehre gemacht. Warte, aber das ist jetzt gut? Ja. Warte, musst du erstmal so ein bisschen absteigen. Ich steige jetzt auch nicht mehr auf. Ich steige langsam gleich zurück. Der Satz langsam gleich finde ich schon mal kacke. Ich finde den Satz sofort auf kürzesten Wege. Sofort auf kürzesten Wege fahren wir jetzt zurück. Und nicht im Haargang. Ich steige erst auf, wenn ich sehe, dass du dein Dings drin hast. Und ich weiß, wo der ist. Also Atze, nochmal, war ja jetzt eine kleine, schmackige Runde, ja? Ja. Wie sind so deine Eindrücke, was die Polaris Gambler 1000 mit 90 PS angeht? Das Fahrzeug an sich ist der Hammer. Also der Vortrieb ist obergenial, ne? Ja. Ich glaube, das merkt man hier auch noch ein bisschen mehr als bei mir im Buggy, diesen Vortrieb. Und da kommen dann gewisse Ängste in einem auf. Was für Ängste?
todesecht. Also, wie gesagt, ich wollte uns erstmal warm fahren und dann werden wir die nächste Stufe gehen. Ja, die nächste Stufe lassen wir weg. Ich bin eine Schissbuchse, ganz ehrlich. Alter. Und ich muss auch sagen, ich muss auch ein bisschen vorsichtiger sein aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes. Und deswegen ist alles so, wie es ist. Jo, gut. Ja, gut. Dann fahren wir zurück. Ja, bitte. Ich steige gleich wieder ab, wenn du jetzt Gas gibst. Ich gehe. Ich gehe. Devil, ich gehe. Was? Ja, komm mal. Komm mal. Ich gucke, ob hier jemand kommt. L. Ich steig sofort wieder ab. So, liebe Freunde, das war es dann hoffentlich auch. Ich werde jetzt wieder zum Platz gefahren, nachdem ich hier einen kurzzeitig zweiten Herzinfarkt erlebt habe. Und ich muss auch, glaube ich, mal meine Unterhose wechseln. Ich habe das Gefühl, da hinten am Popo ist es nicht mehr ganz ordentlich. Vielen Dank an Devil, dass du mich mal mitgenommen hast. Es tut mir immer noch leid, was ich dir angetan habe. Und Leute, guckt mal bei Devil auf dem Kanal, der haut da ein Video raus, ohne Ende, immer geil. Lasst ein Abo da, wer noch nicht hat. Er hat letztes Mal bei Videos nur ca. um die 30-35%, die Videos abonniert haben und der Rest, die gucken nur. Leute, da ist Arbeit drin, da steckt viel Fleiß drin. Lasst ein Abo da, denn das ist unsere Belohnung für die Arbeit, die ihr uns geben könnt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Buggy Atze und Devil Rider. Ringehauen.